Es sind Deutsche da, andere Nationalitäten sind vertreten, Japaner sind natürlich da. Es ist sehr schön, dass wir uns heute hier getroffen haben, trotz der Kälte. Und danke, dass ihr bis jetzt gewartet habt. Als ich in den letzten Tagen einem Bekannten von mir gesagt habe, dass wir diese Demo machen, dann hat er geantwortet, nee, interessiert mich nicht, Japan ist zu weit weg. Ne? Also, das ist aber, also ich finde, das ist ein großer Fehler. Und das hat man auch gesehen nach der Katastrophe, also als in Fukushima die Kernschmelze passiert ist und so weiter, als man erfahren hat, was passiert war, da waren hier in Deutschland alle Geiger-Counter ausverkauft. Also geht uns das auf jeden Fall vieles an. Es ist also Japan, ist zwar vielleicht weit weg, aber mit Atomkraft, mit Radioaktivität gibt es keine nationalen Grenzen. Die Radioaktivität wird mit allem weiter transportiert. Mit der Luft, mit dem Essen, durch die Pflanzen. Das heißt, es ist ein Problem, es geht uns alle viel an. Und jetzt sind fast 2 Jahre vergangen seit der Katastrophe. Und ich selbst war in Japan, als das passiert ist. Und das war natürlich ein Riesenschock. Und ich bin dann aber nochmal nach Japan zurückgefahren und wollte mir ansehen, was die Leute so machen, wie das in Japan so, wie die Leute reagieren. Und es war sehr schön zu sehen, dass ganz viele Demonstrationen stattfinden in Japan. Also fast jedes Wochenende gibt es Demonstrationen in Shibuya, in Shinjuku, also die wichtigsten Orte, in Tokio zum Beispiel, aber in ganz Japan gibt es Demos. Und die Japaner eigentlich haben keine Kultur der Demonstration. Das ist so und das war durch diese Katastrophe ganz schön, dass die Leute angefangen haben, ihre eigene Meinung zu äußern. Das ist in Japan auch nicht selbstverständlich. Und zwar ist es schön zu sehen, dass viele Menschen jetzt anfangen, die eigene Meinung zu äußern, auf die Straße zu gehen und zu sagen, nein, ich bin dagegen. Das ist etwas Schönes, das sollten wir auch von mir aus unterstützen. Und als ich mit vielen Aktivisten gesprochen habe in Japan, wurde mir gesagt, das Wichtigste ist, dass bitte vergesst uns nicht. Also wir sind vielleicht zwar weit weg, wir sind eine kleine Inselgruppe im Pazifik, aber bitte vergesst uns nicht. Also auch hier in Deutschland oder überall auf der ganzen Welt. Bitte vergesst die Leute in Japan nicht. Versuchen wir zusammen gegen Atomkraft zu kämpfen. Weil eine Energiequelle, die Leben zerstört und das tut brauchen wir wirklich nicht. Also, danke schön. Und wir werden jetzt langsam alle zusammen Richtung Potsdamer Platz gehen. Also, danke schön, dass ihr hier gewartet habt. Wir werden jetzt langsam Potsdamer Platz gehen. Und also lasst uns zusammen gehen. Und am Potsdamer Platz werden dann nochmal andere Reden zu hören sein. Danke! 日本の方も聞いてくださってありがとうございました。今からバーネンブルク島からポツダム広場まで行きたいと思います。よろしくお願いいたします。Noch was, das letzte, noch ganz wichtig. Wir sammeln hier Unterschriften. Diese Unterschriften werden gesammelt und dann mit der Sayonara Atomkraftaktion in Japan dort auch nochmal gesammelt und dann an die Regierung übergeben. Diese Unterschriften werden hier gesammelt, also bitte kommt einfach her und unterschreibt. Das sind Unterschriften gegen Atomkraft und gegen den Ausbau neuer AKWs. Dankeschön.
Okay, wir gehen jetzt. Ja, hallo hier bei Streambeam for Global Change, supported by Castor TV. Ja, wir setzen uns jetzt in Bewegung, gehen noch zum Potsdamer Platz und dort findet dann eine Abschlusskundgebung statt. Ihr seid hier heute am 9.3. zum Jahr.